Gummo, Gummo, Gummo und Grüße, Gemüse. Willkommen zurück zur Switch-Beta von Inazuma 11 Victory Road und heute mit einem für mich, muss ich wirklich sagen, sehr emotionalen Thema. Und zwar hatte ich ja vor einigen Tagen ein Video dazu gemacht, vielleicht erinnert ihr euch, dass Level 5 wohl potenziell in der Zukunft multilinguale Sprachauswahloptionen in ihre Spiele einbauen könnte. So wie in die guten alten Zeiten bei Yokai Watch 1 bis 3 Amana Kois. Ihr wisst doch, was abging damals. Level 5 hat mies gegönnt, Bruder. Und vielleicht kommt das ja zurück. Seit ihrem neuesten Stellenausschreiben, was ja aufgetaucht ist, was wir thematisiert hatten. Und jemand in den Kommentaren hatte mich gefragt, warum ich denn so am Geiern bin auf multilinguale Sprachauswahloptionen. Beziehungsweise, warum deutsche Synchro, Bruder? Warum ist das wichtig? Deutsche Synchro eh scheiße. Von daher lasst jetzt Daumen nach oben da, wenn ihr deutsche Synchro nicht scheiße findet, sondern wichtig. Oder auch englische oder französische. Und meine Gründe, warum ich das ultra wichtig finde, dass wir hier multilinguale Sprachauswahloptionen bekommen, ja, und damit meine ich eben Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Das ist alles und vieles mehr in diesem Video. Also kommen Sie heran, wirklich. Also lasst jetzt auch hier mal die Abo-Klingel da, denn wir sind kurz vor die 1000 Abonnetas und das ist ja wohl eine ehrige Angelegenheit. Also kommen Sie doch heran, bitte, ja. Also, holen wir den Kommentar mal kurz raus. Und zwar hatte Red Thunder gefragt, ich verstehe nicht, warum du eine deutsche Sprachausgabe willst. Soweit ich weiß, war sie im Anime nicht gerade besonders. Auch manche Fähigkeiten sind auf Deutsch einfach nur grottig. Als Beispiel, aus Jetstream wurde einfach Windstärke 13. Das war sein Kommentar. Und ich meine, die Frage kann man natürlich stellen. So, ne? Wenn er im Auge des Betrachters oder sie, ich weiß nicht genau, welches Geschlecht hinter der kommentarschreibenden Person steckt. Junge, Allmann, Tendo HD, kommen Sie. Junge. Ich finde die Frage natürlich berechtigt, weil für jeden Einzelnen kann die Reaktion auf eine Synchronisierung eines gewissen Spiels ja schon negativer ausfallen, right? Also, es gibt Leute, die sind der Meinung, ich finde die Synchro von diesem Anime und diesem Anime finde ich nicht so geil. Finde ich nicht so knorke, so. Und das ist absolut fein, ne? Dass man da lieber sagt, ja, dann gehe ich lieber rüber zu den Original VAs und, oder Englisch. Ne? Ich schließe mal aus dem Kommentar der Person, dass vielleicht sogar auch die englische Synchro geiler ist, weil eine Jet-Stream-Technik zur Windstärke 13 und jetzt mal werde ich, jetzt mal im Ernst, was soll denn bitte aus Windstärke 3, was ist denn daran so schlimm? Darf ich das mal kurz fragen? Was ist denn das Problem an Windstärke 13? Was hat denn da nicht gepasst? Muss man hochgehen auf 20, damit der Punkt rüberkommt mit Jet-Stream oder was? Hätte man sagen können, ja gut, okay, ne? Tsunami wäre besser gewesen. Oder irgendein anderer Windsturm, der seinesgleichen sucht. Klar, ne? Über so Kleinigkeiten kann man sich immer ein bisschen streiten. Nur hier kommt das Ding. Es gibt Leute, die eben nicht der gleichen Ansicht sind. Und da natürlich erstmal an der Stelle, thanks für die Meinung. Ja, wir sind natürlich hier ein, um es wie der ARD Mixtalk zu sagen, wir sind natürlich hier ein Format, das alle Meinungen zulässt, auch die, die in den rechtsextremen Bereich gehen, weil wir müssen ja alle Meinungen zulassen. Aber ja, kommen wir zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ne? Danke für deine Meinung, wirklich. Nur, es gibt halt nicht wenige Leute, die vielleicht sogar anderer Meinung sind und zu den Leuten gehöre ich, weil ihr müsst wissen, ich habe zwar nicht den Anime von Inazuma 11 gesehen, aber ich habe die Spiele gespielt von 1 bis 3 und dann noch die Go-Teile, außer Chronostones. Ja, Kai, wann kommt denn jetzt Chronostones? Ich muss sagen, als ich die Spiele auf dem DS und auf dem 3DS gezockt habe, ich fand die Synchros jetzt nicht scheiße. Ich fand auch nicht die, also mir ist nie aufgefallen, dass ich irgendwie auch nur im Ansatz sagen würde, ja, also Bruder, das hier ist ja mal wohl ein absoluter Scheißname. Gut, ich denke, das liegt auch daran, dass ich mich halt generell, bevor ich die deutschen Let's Plays gestartet habe, in der Vergangenheit auch nicht großartig auseinandergesetzt habe mit eben der englischen Sprachfassung von Inazuma 11. Vielleicht geht da beim Kommentarschreibenden ja auch eben dann dort so ein bisschen die Meinung einher. Und ey, so absolut berechtigt, wie gesagt.
Ja, wie gesagt, ich finde das absolut fein. Los. Ich weiß nicht, also ich habe mich nie daran gestört. Könnt ihr das nachvollziehen irgendwie? Ich hatte mich irgendwie nie großartig daran gestört, dass irgendwelche Namen und so nicht zu 100% passen konnten oder könnten, weil ich war fein mit allem. Ich habe quasi die Synchro und die Übersetzungen größtenteils so genommen, wie sie waren. Klar, natürlich, wenn irgendwo ein Rechtschreibfehler drin war, war ich der Erste, der die Hand gehoben hat und gesagt hat, ha, Rechtschreibfehler, lol, wer kennt den Moment? Klar, über gewisse grammatikalische Angelegenheiten oder Sinnbildlichkeiten, die vielleicht durch die Übersetzung von Japanisch auf Englisch, wahrscheinlich auf Deutsch, nicht so ganz rübergekommen sind. Ey, ich get it in point, so, ne? Absolut. Glücklicherweise haben wir aber jetzt hier mit der Stellenausschreibung Lokalisierungskoordinatoren. Also, die werden sich ja wohl auskennen. Wenn es jemanden geben sollte, der sich mit den kulturellen Angelegenheiten von einer Sprache beschäftigt, dann sind das Lokalisierungskoordinatoren. Oh mein Gott, zwei Legendary Cards back to back. Einfach nur der Je. Einfach der Je, kommen Sie heran. Auch hier habe ich im letzten Part gar nicht kommentiert. Göttliche Weisheit, die heiligen Angelegenheiten. Nein, der Schuss ist eh schwach. Oh mein Gott, er geht trotzdem durch. Let's go. Also, wisst ihr, ich habe die Spiele immer so genommen, wie ich sie bekommen habe. Zu allergrößten Teilen. Wenn es um eben die Sprachfassungen ging. Und ich war fein damit. Und wisst ihr, ich würde mir sogar wünschen, dass extra für dieses Spiel die Original-Synchro-Leitung aus den alten Inazuma Eleven-Spielen wieder genutzt wird. Und ich weiß nicht, welches Audio-Studio hinter den Synchronsprechern oder eben generell hinter den Synchros steckt. Aber jetzt mal im Ernst. Das wäre Banger, wenn man irgendwie die deutsche Stimme von Mark Evans wieder hören könnte. Oder von Axel Blaze. Wisst ihr, weil sich das für mich eingebrannt hat. Und ich denke, ne, ich spreche nicht mal aus einem nostalgischen Flavor, sondern aus meiner Erinnerung des Let's Plays. Und da vielleicht, ne, denke ich hier und da auch mal zurück an die alten Inazuma Eleven Teile und fand die super. Ja. Nicht falsch verstehen. Ich habe auch meine Momente, wo ich so an gewisse Stellen der Spiele zurückdenke, you know? Und das sind dann so Momente wie gewisse Orte aus der Stadt, wo man so da rumgelaufen ist und dieser Waldberg-ähnliche Ort. Ich habe so Verbindungen mit dem Game, so. Nostalgische Verbindungen habe ich schon, ja. Aber ich will damit sagen, nicht auf dem Level, wie es vielleicht Leute wie ihr haben, die vielleicht in ihrer Kindheit mit einem DS aufgewachsen sind oder einem 3DS und die dann darauf die Inazuma Eleven-Teile gezockt haben und sich halt eben auch voll mit der deutschen Synchro, ich sag mal, die sich damit beschäftigt haben oder mit ihr ausgekommen sind und sie vielleicht auch zu lieben gelernt haben oder so. Kann ja auch sein, ne? Man quasi als Kind, gerade als Kind, wenn du kleiner bist, dann ist es natürlich für die Spielerschaft, gerade der Jüngeren, schon nice, wenn man fürs Feeling einfach eine deutsche Synchro macht. Eine deutsche Audio oder eine englische. Damit die Leute sich eventuell sogar noch mehr mit dem Game identifizieren können. Man kann sich vielleicht mit einer deutschen Synchro als 10-Jähriger oder so, der das Spiel gerade angefangen hat, vielleicht mehr rein identifizieren. Und eine eigene Fantasiewelt in seinem Kopf aufbauen, you know? Also das hängt ja mit so vielem zusammen, dass eine IP wie Inazuma Eleven zum Beispiel im Westen viel erfolgreicher werden könnte, wenn sie durch einen Anime gepusht werden würde, der vielleicht auch wieder mit einer deutschen Synchroleitung einhergeht. Einer deutschen Synchronisierung und die Spiele genauso. Ich denke, dass die Spiele auf Deutsch synchronisiert sind oder waren damals und der Anime auch, bis ab einer gewissen Staffel, ab dann ja nicht mehr. Ich denke schon, dass es die Leute auf jeden Fall bei Stange gehalten hat und die sich, wie gesagt, noch um ein Vielfaches mehr mit den Spielern und mit dem Spiel an sich, mit der Story, mit der Lore, mit der gesamten Umgebung viel besser identifizieren können, als wenn, I don't know,
die ganzen Story-Sequenzen nur mit Japanese VA gelaufen wären. Oder im höchsten Falle auf Englisch. Das ist ja bei Dragon Ball zum Beispiel auch so, dass dort ja nur, ich glaube, Englisch und Japanisch gevoiced sind bei den Dragon Ball Games, wenn mich da nicht alles täuscht. Und die Leute sind ja auch fein damit. Nur, wisst ihr, da bin ich der Meinung, da ist Level 5 auch so ein bisschen in der Bringschuld, weil sie haben uns jetzt auch schon so geil gemacht darauf, die letzten Jahre, haben uns diesen Luxus gegönnt und vielleicht war Nintendo damit auch mit so ein bisschen mit dabei, dass Nintendo eben zu einem gewissen Grad auch sich an der Lokalisierung beteiligt hat, kostentechnisch. Oder vielleicht sogar die Leitung gepublished hat, dass sie ein Lokalisierungsstudio ein Synchro-Studio angeheuert haben, womit man eben, oder wo sie eben dort die einzelnen Spiele exklusiv für den Nintendo DS oder 3DS synchronisiert haben. Und ich sag jetzt mal so, bleiben wir nicht nur bei Inazuma 11, ne? Gehen wir mal rüber. Es gibt sicherlich viele Leute, die haben sich durch Inazuma 11 erst so richtig mit dem Game identifizieren können, weil es eine Synchro gab, eine komplett deutsche Übersetzung in ihrer Muttersprache eben, ja. Und klar, natürlich kann man sich darüber streiten, wie gut denn die Synchro gewesen ist oder nicht, aber wir reden hier halt immer noch über Kinder, über eine Art Teenie-Kinderserie. So, es ist etwas dazwischen, würde ich sagen, ja. Und ich glaube, da fällt es den meisten Jugendlichen oder auch Kindern nicht so auf, dass die Synchro vielleicht nicht zu 100% ausgeschöpft worden ist in Sachen Qualität, right? Also, ich glaube, darüber können wir uns einigen. So, wenn man zum Beispiel Kinderserien rewatcht, sagen wir mal, ihr geht back to the roots, in die Vergangenheit und ihr holt, vielleicht weil ihr aus Nostalgie-Flashs miese Kicks habt darauf, dass euch dann auch nicht nur in Sachen der Synchroleitung, auch in der Art und Weise, wie die Serien damals animiert waren, dass da schon ein paar Fehler sind. Ja? Und vielleicht kommt das heute auch vor. Ich meine, guckt euch Paw Patrol an. Ich höre die ganze Zeit, jede Staffel wechseln da die ganzen Synchronsprecher. So, jede Staffel ist ein anderer Synchronsprecher für die Hunde da. Und, I mean, wir wissen ja zumindest bei Inazuma 11 und bei, also größtenteils bei Inazuma 11 bin ich mir sehr sicher. Und gerade auch bei Layton, right? Also gerade Layton, die deutsche Synchro. Bruder, darf ich da mal ganz kurz sagen? Hallo, meine sehr verehrten Freunde, Innens. Ich bin Professor Layton. Ich löse jedes Rätsel mit Leichtigkeit. Das war ein Genuss. So, also was ich damit sagen will ist, Bro, so, ihr könnt mir doch nicht sagen, warum willst du eine deutsche Synchro haben, wenn es auf der anderen Seite so Banger-Titel von Level 5 gab, die geglänzt haben durch Synchro, you know? Also, ich kann nichts sagen von dem, was ich bisher über die Layton-Spiele gehört und selber gespielt habe, erfahren habe. Auch hier voll der Fail, dass der Schuss auf das Tor geht. Aber er geht eigentlich zu Axel. Jedenfalls, man kann mir doch nicht sagen, dass die deutsche Layton-Synchro-Leitung halt scheiße war. I don't know. Also ich habe irgendwie nur gute Gefühle dafür, wenn ich so daran zurückdenke. Aber hey, vielleicht bin ich mir da auch nicht so ganz sicher. Aber ich muss echt sagen, der deutsche Synchronsprecher von Layton ist doch Maschalinius. Also, und da will ich halt auch hinaus, ne? Am Ende des Tages gibt es Leute, die halt sagen, ne, halt überhaupt nicht so. Der ist, also, wenn der redet, schlafe ich ein. So Leute gibt es ja auch, so, denen ist das dann zu sehr auf Vorlesestimme, so von wegen, hallo, ich lese jetzt ein Buch vor und dann können sie einschlafen. I don't know, so, also ich weiß es nicht, ne? Vielleicht, ne? Gibt es Leute, die haben keinen Gefallen daran gefunden. Es gibt aber auch Leute, die haben viel Gefallen daran gefunden. Und zu den Leuten gehöre ich. Und ich bin eben der Meinung, solche Themen sind ja maximal dadurch bedingt schon diskussionswürdig. Was ja auch mega fein ist. Weil man da keine objektive Meinung haben kann. Klar, natürlich kannst du sagen, okay, die Qualität der Synchro ist hier und da Dogshit. Das kann man schon
objektiv so sagen, aber wenn es jetzt um gewisse Synchronsprecher geht, ob die jetzt gepasst haben oder nicht, also, da bin ich halt wie gesagt der Meinung, danke für deine Meinung. So, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil ich einfach finde, ja natürlich, kannst du persönlich sagen, dass du die deutsche Synchro overall komplett scheiße fandest, so. Und dass die englische ja viel, viel geiler war, weil Wortspiele besser gezündet haben. Was ja auch wieder ein objektiver Punkt ist. Wo man auch sagen kann, ja, okay, ne, kann man zustimmen. Aber jetzt mal im Ernst, wir unterhalten uns hier halt immer noch über ein Kinderspiel. Und ob die Lore jetzt zu 100% akkurat ist. Also, worüber reden wir denn hier? Ich glaube, manche Dinge müssen einfach nicht so richtig Sinn ergeben, damit man sie trotzdem feiern kann. Das will ich damit sagen. Ich will damit sagen, du kannst auch Dinge nicht großartig hinterfragen und trotzdem Gefallen daran finden, ja. Natürlich, wenn es nicht in einem politischen Rahmen ist, ne. Also, ich finde nicht mehr, dass ich Harry Potter enjoyen kann, weil ich finde, dass J.K. Rowling eine ziemlich transfeindliche Arsch ist, ja. Egal, ob jetzt Layton oder Inazuma Eleven oder Yo-Kai Watch. Junge, ich fand die Synchro von Yo-Kai Watch, da muss ich wirklich sagen, ich habe nichts daran auszusetzen. Klar, natürlich, die Whisper-Stimme war ab einer gewissen Stelle nicht mehr die gleiche, aber man kann sich daran gewöhnen, so. Du kannst dich trotzdem, und da bin ich mir auch sehr sicher, an die ganzen Yokai-Buben da draußen und Bubinen. Schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, ob ihr findet, dass euch die deutsche Audio der ganzen Games, nicht nur Yo-Kai Watch 1, sondern alle, haben die euch nicht auch irgendwo mitgeprägt? Ich meine, da sind doch literally auch Memes durch entstanden, durch die deutsche Synchro, right? Des Animes und so. Es entstehen Memes dadurch, es entstehen Kulte, es entstehen halt Momente, in denen man die Synchro feiert. Also eine Audiosynchro für Muttersprachler. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht wegignorieren sollte, weil, wie gesagt, es geht ja nicht nur um das Gefühl dessen, was die Spieler dabei empfinden und ob sie sich besser in das Spiel hinein identifizieren können, sondern es geht ja auch gleichzeitigerweise, und das geht ja auch, meines Erachtens zumindest, geht das ja damit einher, dass du dieses Spiel noch umso interessanter gestalten kannst, wenn es eben auch eine multilinguale Sprachwahl gibt. Da bin ich mir sehr sicher, dass es für viele Leute automatisch viel attraktiver ist. Weil klar, hey, so, man kann die japanische Audio cool finden. Nur ich finde, man versteht halt nichts. Also, zumindest nicht komplett. Du kannst bis zu einem gewissen Grad, ne, gerade ich mit meinem Straßenjapanisch, mit meinem alt eingerosteten, gewisse Worte, die versteht man natürlich. Und klar, gibt auch Leute, die sagen, sie haben durch eine japanische Synchro von einem Anime oder einem Videospiel auch Japanisch lernen können. Klar, Bruder, die haben dir auch in einem Spiel Grammatik beigebracht. Aber ich finde schon so, wenn du ein Spiel spielst, nicht um die Sprache zu lernen, sondern um es zu enjoyen, dass dann natürlich eine Audio in deiner bevorzugten Sprache schon effizienter sein kann. Für dich, für die Lore, für dein Gefühl mit dem Game. Ich finde, da gibt es viele Komponenten, die dazugehören, und viele Komponenten, die einem auch das Spielerlebnis noch weiter verbessern können. Aber was sagt ihr denn hierzu? Wärt ihr down damit, wenn Inazuma Eleven Victory Road nur eine japanische Synchro hätte? Und auch nochmal hier ganz kurz am Ende. Ich wäre auch okay damit, weil ich weiß, in welcher Lage sich Level 5 befindet, aber ich habe die Hoffnung, nichtsdestotrotz nicht aufgegeben, dass wir zumindest vielleicht doch auch noch eine englische bekommen. Weil ich finde, eine englische, da wäre ich vom Interessensgrad her noch viel mehr dabei. Ich weiß auch nicht, das macht für mich ein Spiel irgendwie automatisch interessanter, wenn ich weiß, okay, ich kann zumindest da eine Sprache hören, die ich so halbwegs oder vollständig verstehe. Von daher, hauen Sie rein und Ihre Meinung schnell in die Comments hinein. Tschüss.